Ja, herzlich willkommen zurück im Bachrhein im zweiten Saisonrennen mit dabei der Fangamer. Grüß euch, Lennon. Ja, Australien abgehakt, auf nach Bahrain, auf zu einem besseren Saisondrittel, sage ich mal. Ja, Bahrain habe ich ja wohl einen sehr gutes Rennen abgeliefert. Platz 6 gefällt mir auch sehr gut, diese Strecke. Ich habe mich jetzt richtig schon auf diese Rennen gefreut. Vielleicht habe ich mich gleich deswegen über die Bande gehauen in aus. ja. Ich glaube, der Fangamer muss auch sagen, wer schuld war nochmal an seinem Unfall. Ja, nach Auswertung der Videoaufnahmen bin ich nicht ganz auf Ideallinie in Australien gefahren, bin ein bisschen neben der Spur gewesen. Ja, das habe ich gesehen. Und wie ich wieder in die Spur zurückgefahren bin, wurde ich schon von, wer war das, haben wir gesagt, Perez? Nein, wer war das? Nasr, oder? Nasr, von Nasr, von hinten geschnupft. Ja. Das hätte ich bald gesagt, von hinten genommen, das hätte ein bisschen komisch gewirkt. Ja. Wie auch immer, zweite Saison, wieder in Australien ausgeschieden. Wird es dann der Australien-Fluch? Das ist die Frage. Ja, von mir natürlich auch ärgerlich, dass ich ausgeschieden bin. Du bist ja, glaube ich, durchgekommen das erste Mal. Neunter. Erstes genau, neunter. Naja, neunter, sechster und dann in China bin ich ausgefallen das erste Mal. Somit hast du einen Grand Prix mehr, auf den du ausgefallen bist oder ausfallen kannst. Schon mal vorgelegt, gut. Ja, 10 Ausfälle hatte ich letztes Jahr. U11. Und 21 Rennen. 22 Rennen? 21 Rennen, oder? Ich glaube, ja. Das ist heftig. Ja, heftig ist okay. Mhm. Ja, aber wir sind Rookies. Das gehört zum Geschäft. Ist die Frage, wie viele Saisonen wir uns das sagen können. Naja, Rosberg ist auch 4-mal oder so ausgefallen. Allein 2-mal mit mir. Ah, habt ihr da was laufen? Rosberg? Und ja, wir haben ordentlich was laufen. Wenn wir so weitermachen. Kannst du mal glauben. Ich hab in China schließe ich nicht sowas ab, interessiert mich nicht. Aber das letzte hat mich so geärgert. 5 Runden vor Ende hat er mich eiskalt abgeschafft und geraden. Beide ausgefallen, das freue ich mich immer wieder. Ja, und zwischen meinem Teamkollegen Palmer und mir, Entschuldigung, dass ich da jetzt noch dazwischen funke, hat es eine Aussprache gegeben, da ich ihm ja im Qualifying so böse abgeschossen habe, es ist wieder alles okay. Man möchte den Vertrag erfüllen, gemeinsam möchte als Team auftreten, alles wieder in Ordnung. So, du bist dran. Ja, bin dran. Und Bahrain, kann ich mich erinnern, habe ich meine Pole geholt und mit sehr souveränem Vorsprung sogar, weil mir die Strecke einfach liegt und wirklich die Strecke macht mir so viel Spaß zum Fahren. Was ist denn das? Come on, party people. Ich erinnere mich ein bisschen schneller. Oh. Bitte? Der Renault ist ein bisschen schneller. Glaubst? Na, also ich hab's gerade bei Palmer gesehen. Es gab mit mir auf der Geraden Fuß auf Fuß und. Sag ich da, ich komm auch besser weg, wenn wir nebeneinander stehen. Ja, man ist glaube ich einer der schwächsten Leistungsträger, was. Ganz verpatzt die erste Kurve. Weil ist ja auch immer so am Start, dass man ihn bei davon zieht. Ja. Aber weißt du was? Hier gibt es auch einen Körper, der kann dich so ausheben. Wie in Abu Dhabi. Weiß ich, ja. Ja, zweite Runde kann man vergessen. Ja. Mit dem ersten Fehl schon. Frage natürlich ist auch, bekommen wir bei unserer neuen Rennstelle
dann auch Aufgaben und Ziele zu erfüllen, ja, um den Vertrag vielleicht zu verlängern. Weil diesmal Quereinsteiger, Sauber hat uns einfach 2 Jahre hingelegt. Ist natürlich, also bei dir 1 Jahr und auf Option auf ein weiteres Jahr. Oh! Oh! Jetzt wäre ich fast, wenn mir in die Vorderbox reingrauscht. So, man kann zufrieden sein. Oh, ich weiß nicht, was los ist. Ich nehme die Kurve so schlecht jetzt in die erste. Ja, Leute, das hier ist Endings Lieblingsstrecke hier. Fahrt ihr alles gut? Nicht Liebling, nicht Liebling. Nein? Österreichs Lieblingsstrecke. So, schauen wir uns mal die Nummer 2, sicher. Zeiten an. Ricardo war noch nicht draußen. Raikkonen war noch nicht draußen. Perez. Alonso, Gutierrez, Verstappen, Sainz und Wehrlein, die waren noch nicht draußen. Nasr und Massa haben keine Zeiten, haben aber eine erste Zwischenzeit. Wie geht das? Naja, weil sie gerade die Runde fahren. Ah, fliegende Runde, okay. Oh. Du warst im ersten und zweiten Sektor. Besser im ersten, aber nur um 2 Hundertstel. Im zweiten ja. Gleich um 1 Sekunde fast. Ah nein, das ist keine Sekunde, das ist 4 Hundertstel, warst du besser. Und im dritten war ich aber besser. Sicher? Mhm. Um 5 Hundertstel. Okay. Sicher? Okay. Also mir ist wurscht, ich kann genauso beenden. Okay, ich auch. Ne? Ich probiere das aber jetzt nicht. Aber schauen wir, wie viel auf die Zeit. Oder können wir weitermachen? Ja, wir haben jetzt bis jetzt 8 Minuten circa gebraucht. Ja, dann kann man beenden. Wir sind auf dem beenden komplett oder? Ja, oder? Ja. Ah, ich habe Felipe Massa gerade gesehen, wie er ausgeschieden ist. So, die Session wird beendet und auch die Folge. Na gut, Leute. Macht es gut. Also Protest. Nummer 2. Protest, also Protest nicht, ja. Erst und 10. zweiter Pol. Platz auch. Ja, ich würde sagen, bis dann, Leute. Macht es gut. Pfiat euch, Baba. Und. Tschüss. Ciao.